Von seinem Überleben. Hallo Valentine. Ja, genau. Der Shelby ist da. Hallo. Guten Abend. Bist du hier drin? Wer ist da? Joe Bean, bist du hier drinnen? Wer ist hier drinnen? Sag ich undeutlich. Joe Bean. Joe Bean? Ja, wieso verdammte Scheiße? Joe, wir müssen ein Problem aus der Welt schaffen. Ich würde mich gerne mit dir unterhalten. Wir packen alle die Waffen weg und wir reden jetzt. Ich fange an. Bist du bereit dazu? Bitte? Bist du bereit dazu? Wir müssen ein Problem aus der Welt schaffen. Wir packen beide die Waffen weg und wir reden von Mann zu Mann. Vor der Tür. Machen Sie das einfach, Mr. Bean. Sagen, oder hast du keine Eier? Wenn Sie Probleme mit Leuten haben, dann sollten Sie es klären wie Männer. Ja, ganz genau. Ein Duell würde ich hier sehen zwischen den beiden Herrschaften. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Meinetwegen. Das wäre der schnellere Gewinn, würde ich sagen. Ich lass das Piano mal klimpern und sobald das klimpert, fangt ihr an euch zu boxen. Nein, nein, wir reden doch hier von einem richtigen Duell unter Männern. Da wird der Revolver gezogen. Rücken nein. Meinetwegen liegt es in Joes Entscheidung. Reden. Ich will mit Joe alleine reden. Bist du Mann genug, vor die Tür zu treten? Nur wir beide. Und was willst du denn machen? Frag doch, ob du Mann genug bist. So, deine Eier werden ja, so klein. Wie ich das mitbekommen habe. Komm. Aber das guck ich mir an, das Spiel. Nein, nein. Aber lass uns die Sachen wechseln. Wir wollten nur alleine reden. Ja. Oder Duell mit dem Revolver. Draußen also aber, ne? Also nur im Krieger sehen wollen. Oh ja, das guck ich mir an. Ja, da bin ich gespannt. Warum gehen die alle bitte alleine reden? Jetzt ist hier keiner in dieser dreckigen Stadt und dann auf einmal kommen, ja. Aber bloß nicht in die Schießbahn geraten. Welche 2 Dollar, du verdammter Hof. Hey, ich hab 11 Dollar auf dem Konto. Läuft gar nicht so schlecht. Also, wer wettet dagegen? Ich wette dagegen, ich sitze auf dem Groß. Hätten wir auch vorher einer sagen, hätten wir auch vorher einer sagen können, dass die Bank zu hat. Natürlich hat die zu, das ist mitten in der Nacht. Ja, ich kann auch die Uhr nicht lesen. Ja, ich wollte nur kurz sagen, die Bank hat zu. Ist, oder? Das ist Daniel John, ich wollte sagen, die Bank hat zu. Und danke schön. Das mit dem Mann und dem Dunkel, das ist so eine Sache. Das ist schlecht. Das ist also richtig. So, steht vor. Komm ruhig näher, ich weiß nicht. Aber hier habe ich irgendwie so einen Pfosten. Also, fing an, ich meine, das von der Bank aus an. Respektlosen Aussagen gegenüber deiner Familie, dann wurdest du respektlos. Allerdings haben wir ein bisschen Ehre. Wir haben uns ein wenig lustig gemacht. Du hast meine Familie beleidigt, ja? Komm, Frank, wir gehen zur Bank, da können wir auch was sehen. Du entscheidest jetzt Folgendes. Ja, stimmt. Dein Freund, der unsere Familie beleidigt hat, entschuldigt sich für diese Inzestgeschichte, ja? Dann hört das mit den Tomaten auf. Keiner wird mehr in den Dreck gezogen, wir schaffen neutralen Boden. Das ist der erste Ausweg. Der zweite Ausweg ist, du entscheidest dich für einen Faustkampf wie Männer. Oder das Duell, was alle erwarten. Jo, wenn er sich entschuldigt, dann ist das so, als würde er seine Füße küssen. Komm, wir machen also das Duell. Ich wäre ja auch für das Duell. Okay, wir werden uns rücken. Ich muss nur nicht so laut sagen, sonst wird in die Luft schießen. In dem Moment drehen wir uns um. Ich übernehme das Ganze, Gentleman. Und nehmen unseren Revolver. Ja gut, dann muss ich meinen Revolver holen. Was ist denn oh, jetzt wird's ja doch noch spannend. Ich bin so aufgeregt. Mensch, Frank. So spannend war's schon lange nicht mehr. Sag doch was, Frank. Ja, John, hast du recht. Ich bin auch total gespannt. Ich muss... Ich bin so aufgeregt. Das ist sehr... Das muss ich mir ganz genau also, angucken. Joe, du zu mir, Rücken an Rücken. Wir gehen so weit, bis der Schuss fällt. Dann drehen wir uns um und es wird nur mit einem Revolver geschossen. Ja, und einverstanden? Ja, einverstanden. Wer auch immer von uns beiden dieses Duell verlieren wird, danach ist die Geschichte vorbei. Derjenige, der gewonnen hat, hat recht. Ui, jetzt, es wird so lustig. Ich freu mich. Das wird sehr interessant. Kaffee geladen? Der Große oder der Kleine? Ich glaube, der Große war es. Jo, du kannst runterzählen. Auf 1 geht's los. Ich bin gespannt. 3, also wie gesagt... Der Kleine hat's angezählt, ich tippe auf den Kleinen. Runtergezählt, dann laufen sie los.
Alles klar. Ja, aber ich meine, ich hatte den Kleinen ja mit seinem Bruder vorhin schon, da habe ich die auch nass gemacht. Also ich weiß nicht, ich kann ihn nicht einschätzen. Okay. Weiß gar nicht, wo ich zuerst hinkomme. Warum rennen die so wie Hühner? Ich wollte mich auch mal um die ganze Zeit zickzack rennen. Schießt ihm einfach am Kopf. Mann! Komm schon! Genau, ich weiß, das ist interessant. Jetzt kommt mir gerade was anderes. Ist denn aber noch wach? Die springen wie Löwen. Sag mal, was passiert hier? Das ist, soll ich dazwischen gehen? Ich glaube, die Schüsse kommen nicht hin. Ich glaube, also, wenn die so weitermachen, die haben gleich keine. Oh, John, du hast recht gehabt. Du hast recht gehabt, John. Wie gewinnt man? Ah, ist wohl scheiße gelaufen für den Herrn. Große Fresse und dann sowas. Also, das ist jetzt also tatsächlich peinlich. Und da hört man dann so ein loses Mundwerk. Da sollte man sich doch. Ja. Ja, beeilen Sie sich bitte. Wild. Ja gut, das ist ja eine Sache, aber ich glaube, also beim nächsten, also ich denke, wir haben das jetzt aus der Welt geschafft. Ja. Er weiß ja jetzt, was Sache ist. Ich hab eine Gitarre. Nicht schlecht. Du hast eine Gitarre.